Das Lebensbäumchen mit den Stärken. Cool, weil das hat je viele Stärken und Schwächen. Meine Stärken sind Mathe, Schwimmen, Lesen, Tanzen und Singen. Ich kann gut anderen helfen. Ich helfe den meisten halt, wenn sie was nicht verstehen, und dann hilft wir ihnen, Wege zu finden. Ich sag ihnen dann halt, wie ich vorgehen wird, und meistens schaffen sie es dann auch. Also mir geht's danach gut und ich glaube, den anderen geht's danach auch gut, weil sie dann wissen, wie man weiterkommt. Also irgendwie stärkt sich dann halt die Verbindung, wenn man jemandem hilft. Mir hat schon jemand geholfen und danach ist es mir besser gegangen, weil ich dann gewusst habe, wie ich weiterkomme. Und ich habe mich dann halt gefreut, dass ich jemanden habe, der mir dann bei was hilft. Ich habe mir halt gedacht, dass wenn bei der Aufführung, dass wenn wir da nicht so viel geübt hätten, dann wäre es nie so schön geworden. Und wenn eine Stimme fehlt, dann klingt es auch immer so schön. Es war eine gute Erfahrung und ich habe gelernt, dass wenn man viel übt, dass man das auch dann schaffen kann, was man sich vornimmt. Es war schon mühsam, weil es auch manchmal geärgert hat, aber dann, wo wir die Aufführung gehabt haben, war es eigentlich irgendwie schon wert. Mir ist es auch so vorgekommen, dass wir die Menschen berührt haben und es war schön.